Der Neumond am 1. Dezember wird das Leben der vier Sternzeichen verändern. Willkommen auf unserem Kanal, wo wir die Geheimnisse der Weltraum- und Sternvorhersagen enthüllen. Der 1. Dezember ist der Tag des Neumondes, der einen Wendepunkt für die vier Tierkreiszeichen darstellt. Diese kraftvolle astrologische Energie wird Veränderungen mit sich bringen, die ihr Leben für immer verändern werden. Der Neumond ist nicht nur der Beginn eines neuen Zyklus, sondern auch eine Zeit der Erneuerung, wichtiger Entscheidungen und lebensverändernder Chancen. Der Einfluss des Mondes wird sich auf alle Bereiche auswirken, von der Karriere bis hin zu persönlichen Beziehungen, aber bei vier Sternzeichen werden diese Veränderungen besonders auffällig sein. Welche Zeichen werden die Kraft dieses Neumondes spüren? Wie wird seine Energie dazu beitragen, Träume wahr werden zu lassen? Und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um diese Chance nicht zu verpassen? In diesem Video analysieren wir im Detail, wie sich dieses astrologische Ereignis auf das Schicksal der Auserwählten auswirkt und erklären Ihnen, was getan werden muss, um diese Energie für einen guten Zweck zu nutzen. Schreiben Sie in die Kommentare, glauben Sie an die Kraft des Neumondes? Was ist dein Sternzeichen? Vielleicht gehören Sie zu denen, deren Leben sich nach diesem Ereignis verändern wird. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um keine neuen Vorhersagen, astrologischen Geheimnisse und kosmischen Ereignisse zu verpassen. Ihre Unterstützung inspiriert uns, noch mehr Geheimnisse des Universums aufzudecken. Wichtig: Diese Prognose wurde zur Inspiration und Unterhaltung erstellt. Alles, was in Ihrem Leben passiert, hängt von Ihren Handlungen und Ihrer inneren Einstellung ab. Das erste Sternzeichen ist Jungfrau. Am 1. Dezember werden Jungfrauen spüren, wie die kraftvolle Energie des Neumondes alle Zweifel zerstreut und den Weg zu ihren lang ersehnten Zielen erhält. Das Schicksal wird beginnen, ihr Leben zu verändern, beginnend mit unerwarteten finanziellen Möglichkeiten. Der erste Schritt zum Wohlstand wird ein Angebot im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit sein. Vielleicht handelt es sich um eine Beförderung, einen neuen Vertrag oder ein Projekt, das die Tür zu langfristigem Erfolg öffnet. Jungfrauen, die lange Zeit im Verborgenen gearbeitet haben, werden endlich Anerkennung erhalten und ihre Bemühungen werden beginnen, materielle Früchte zu tragen. Der Neumond aktiviert auch den Investitionsbereich. Wenn sich die Jungfrau dazu entschließt, Geld in Immobilien, Technologie oder langfristige Projekte zu investieren, werden diese Investitionen unerwartete Dividenden bringen. Es ist, als würde das Schicksal selbst ihre Intuition leiten und ihnen helfen, die vielversprechendsten Optionen auszuwählen. Diese Zeit ist günstig, um Neues zu beginnen, ein Unternehmen zu eröffnen, bestehende Projekte zu erweitern oder internationale Transaktionen abzuschließen. Durch vergangene Bemühungen kann es zu Geldeinbußen kommen. Alte Projekte, die vergessen schienen, werden plötzlich Gewinne erwirtschaften. Das kann eine Schuld sein, die plötzlich zurückgezahlt wird, oder eine Investition, an die die Jungfrau noch nie gedacht hat. Ihre natürliche Liebe zum Detail und ihre Fähigkeit, Situationen zu analysieren, werden der Schlüssel zum Erfolg sein. Kreative Jungfrauen werden feststellen, dass ihr Talent endlich wahrgenommen wird. Künstler, Schriftsteller und Designer können ihre Werke für beeindruckende Summen verkaufen oder einen Kunden finden, der einen Großauftrag anbietet. Das Schicksal begünstigt auch diejenigen, die in der Bildung oder in der Analytik arbeiten. In diesem Zeitraum durchgeführte Kurse, Schulungen oder Beratungen werden eine hohe Nachfrage hervorrufen. Darüber hinaus wird der Neumond der Jungfrau die Unterstützung einflussreicher Menschen bringen. Vielleicht bietet jemand an, in seine Ideen zu investieren oder ein neues Projekt zu starten. Die Sterne raten Jungfrauen, offen für Kooperationen zu sein und keine Angst davor zu haben, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dies ist die Zeit, in der ihre Weisheit und Geduld belohnt werden. Jeder Tag nach Neumond wird für Jungfrauen eine Zeit sein, in der ihre Bemühungen beginnen, für sie zu wirken. Diese Zeit wird der Beginn eines neuen Kapitels sein, in dem finanzielles Wohlergehen und innere Zufriedenheit Hand in Hand gehen. Die Hauptsache ist, den Moment nicht zu verpassen und entschlossen zu handeln. Zweites Sternzeichen Stier. Für den Stier wird der Neumond am 1. Dezember der Moment sein, in dem ihre Beharrlichkeit und Verbindung mit der Erde beginnen wird, lang ersehnte Früchte zu tragen. Die Sterne sagen voraus, dass das erste Geld durch Immobilientransaktionen kommen wird.
Dies kann ein Kauf, Verkauf oder eine Vermietung sein, die sich als äußerst profitabel erweisen wird. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Erbschaft oder eine unerwartete Schenkung im Zusammenhang mit Grundstücken zu erhalten. Ein weiterer Weg zum Wohlstand für Stier ist die Arbeit im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung. Projekte, die auf Ökologie oder Landwirtschaft abzielen, werden nicht nur Einkommen, sondern auch Zufriedenheit bringen. Wenn Stier beschließt, ein Geschäft im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Dekoration oder Kunsthandwerk zu eröffnen, wird er schnell ein neues Niveau erreichen. Ihr natürlicher Sinn für Schönheit wird zum Magneten für Kunden. Stiere, die im Finanzwesen arbeiten, werden feststellen, dass ihre analytischen Fähigkeiten zum Schlüssel für erfolgreiche Investitionen werden. Wenn sie sich entscheiden, Geld in Technologie, Start-ups oder innovative Projekte zu investieren, wird das beeindruckende Einnahmen bringen. Das Schicksal wird sie zu Menschen führen, die ihnen helfen, ihre ehrgeizigsten Ideen zu verwirklichen. Finanzieller Wohlstand kann auch durch ihre Talente entstehen. Künstler, Musiker oder Designer können ihre Werke für erhebliche Summen verkaufen. Das Schicksal begünstigt diejenigen Stiere, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen und der Welt ihre Fähigkeiten zu zeigen. In dieser Zeit beginnt ihr Name Aufmerksamkeit zu erregen. Darüber hinaus wird der Neumond dem Stier unerwartete Vorteile bringen. Vielleicht handelt es sich um eine Lotterie, eine Arbeitsprämie oder eine Schuld, die mit Zinsen zurückgezahlt wird. Das Wichtigste für den Stier ist, offen für neue Möglichkeiten zu sein und keine Angst vor Experimenten zu haben. Das Schicksal ist bereit, sie großzügig für ihre Geduld und harte Arbeit zu belohnen. Jeder Schritt, den der Stier nach dem Neumond unternimmt, wird ihn zu neuen Horizonten führen. Diese Zeit wird den Beginn einer Ära der Finanzstabilität markieren, in der Träume vom Wohlstand Wirklichkeit werden. Drittes Sternzeichen Waage. Der Neumond am 1. Dezember für die Waage wird die Zeit sein, in der das Universum beginnt, ihre Ziele zu begünstigen. Die Sterne weisen darauf hin, dass die Waage durch Projekte, die ihre Talente und Fähigkeiten harmonisch vereinen, finanzielle Unabhängigkeit erlangen kann. Die erste Einnahmequelle wird durch Partnerschaften entstehen. Die Waage wird Menschen anziehen, die in ihre Ideen investieren möchten. Dabei kann es sich um ein Mode-, Design- oder Kunstunternehmen handeln. Eine weitere Vermögensquelle für Libra ist die Zusammenarbeit mit öffentlichen Projekten. Wenn Sie sich entscheiden, eine Veranstaltung zu organisieren, ein soziales Unternehmen zu gründen oder etwas für andere zu schaffen, wird das schnell Einnahmen generieren. Das Schicksal begünstigt auch Waagen, die im kreativen Bereich arbeiten. Ihre Gemälde, Musik oder Bücher werden sehr geschätzt. Auch Investitionen werden der Schlüssel zum Erfolg sein. Libras, die sich entscheiden, in Immobilien, Wertpapiere oder Start-ups zu investieren, können schnelle Ergebnisse sehen. Die Sterne raten der Waage, ihre Intuition zu nutzen. Sie wird ihr bester Assistent bei der Entscheidungsfindung. Auch durch Gewinne oder Schenkungen kann es zu unerwarteten Geldzuflüssen kommen. Das finanzielle Wohlergehen der Waage kann auch durch Teamarbeit erreicht werden. Ihre Fähigkeit, Menschen zu vereinen und Harmonie zu schaffen, wird das wichtigste Werkzeug für den Erfolg sein. Das Schicksal weist auch darauf hin, dass Sie für Ihre Bemühungen möglicherweise einen Bonus oder eine Dankbarkeit erhalten, die großzügiger ausfallen wird als erwartet. Jeder Tag nach Neumond wird für die Waage eine Zeit voller neuer Möglichkeiten sein. Diese Zeit wird nicht nur Geld, sondern auch Selbstvertrauen bringen. Das Schicksal ist bereit, Sie für Ihren Wunsch nach Harmonie und Schönheit zu belohnen. Viertes Sternzeichen Wassermann. Für Wassermänner wird der Neumond am 1. Dezember der Moment sein, in dem ihre Träume vom großen Geld wahr werden. Die Stars sagen voraus, dass durch ihre innovativen Ideen Geld kommen wird. Vielleicht schafft Aquarius etwas Einzigartiges im Bereich Technologie, Medien oder soziale Netzwerke, das sofort die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Eine weitere Reichtumsquelle für Wassermann sind Projekte im Zusammenhang mit Ökologie oder nachhaltiger Entwicklung. Ihre Ideen für eine bessere Welt werden bei einem breiten Publikum Anklang finden. Das Schicksal begünstigt auch Wassermänner, die sich entscheiden, in Start-ups oder Kryptowährungen zu investieren. Ihre analytischen Fähigkeiten helfen ihnen bei der Auswahl der vielversprechendsten Optionen. Finanzielles Wohlergehen kann auch durch Kreativität erreicht werden. Wassermänner, die in der Kunst oder im Design arbeiten, können ihre Talente monetarisieren.
Ihre Arbeit wird Käufer finden, die ihren unkonventionellen Ansatz zu schätzen wissen. Das Schicksal weist auch darauf hin, dass durch Partnerschaft Geld entstehen kann. Darüber hinaus sind unerwartete Geschenke oder Gewinne möglich. Das Schicksal wird den Wassermann zu Möglichkeiten führen, die zuvor unerreichbar schienen. Die Hauptsache ist, keine Angst davor zu haben, Risiken einzugehen und ihrer Intuition zu folgen. In diesem Zeitraum werden Ihre Ideen beginnen, Einnahmen zu generieren. Jeder Schritt, den Wassermann nach dem Neumond unternimmt, wird ihn der finanziellen Freiheit näher bringen. Das Schicksal ist bereits bereit, ihm neue Horizonte zu eröffnen, und es ist wichtig, auf diese Veränderungen vorbereitet zu sein.